Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den Afterpatch vom Giftcast to Friends Glitch zeigen. Ja, auch für diesen Glitch braucht ihr auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Euer Freund braucht dann das Auto, was er euch geben will. Euer Freund braucht dann ebenso eine MOC. Ihr braucht auch eine MOC. Auf dritter Position Stellplatz für ein persönliches Fahrzeug. In der MOC muss sich dann das MK2 Bike befinden. Und ihr müsst euch auf jeden Fall einen Job markieren. Die Jobmarkierung werdet ihr auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung finden. Und ja, wenn ihr nun soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Fordert zuerst einmal eure MOC an und platziert sie auf dem Casino-Parkplatz. So, wir begeben uns dann einmal ins Casino, ins Penthouse rein. Und dann müsstet ihr auch schon den gemoddeten Job dort sehen. Wenn der bei euch nicht angezeigt wird, müsst ihr einfach mal in der Interaktionsmenü gehen, auf Markierungsoptionen. Dann geht ihr auf Jobs, geht die Runde auf Stuntrennen und dann müsste es bei euch dann eigentlich auch angezeigt werden. So, was wir jetzt machen ist, wir suchen uns einmal den Bot raus. Und so auf der PlayStation 4 heißt der Anavac 2P4, auf der PlayStation 5 heißt der Anavac 1P5. So, den Bot dann einfach beitreten. Wir warten jetzt, bis dann die Zielmodusmeldung kommt. Die erste Meldung, die kommt, die nehmen wir an. Die zweite, die lehnen wir ab mit Kreis. Wir geben uns dann zum Ausgang. Gehen dann mit dem Cursor auf Music locker, drücken X und spammen sofort Steuerkreuz nach rechts. Müsst ihr wirklich unmittelbar danach machen, also X und dann sofort Steuerkreuz nach rechts spammen, dann werdet ihr durch die Map backen, öffnet am besten einen Fallschirm und fliegt dann schon zum Casino-Parkplatz. Dann müsst ihr gleich nicht noch den weiten Weg von der Rennbahn zum Casino-Parkplatz zurücklegen. So, sind wir denn jetzt gespawnt, dann können wir schon direkt loslegen. Geht einmal ins Interaktionsmenü und fordert euch einmal eure MK2 aus der MOC an. In der Zwischenzeit können wir jetzt euch auch schon mal ein NPC-Auto klauen. Ihr werdet es auf jeden Fall noch wissen vom letzten Giftcast to Friends Glitch. Einfach das Auto dann hinter der MOC parken. Wir suchen uns dann jetzt einmal die MK2, die wird nämlich nicht auf der Map angezeigt. Wir sind nämlich auch vom Radar verschwunden. In der Zwischenzeit kann euer Freund auch schon mal das Auto vorbeibringen, was er euch jetzt geben will, und euer Freund muss auch seine MOC anfordern. Wir fliegen dann mit der MK2 auf das Dach dann drauf. Wir drücken dann Steuerkreuz nach rechts, drücken sofort Interaktionsmenü, steigen vom Fahrzeug ab und lagern das Fahrzeug einmal ein. Jetzt benötigt ihr ein Auto, was ihr nicht mehr braucht, oder halt einen kostenlosen Elegy. Habe ich ganz vergessen zu sagen am Anfang. Einfach den Mechaniker anrufen, entweder ein Auto anfordern, was ihr nicht mehr benötigt, also was ihr verlieren könnt. Oder wenn ihr kein Auto habt, was ihr nicht mehr verlieren könnt, dann fordert euch einfach einen kostenlosen Elegy an. Ich habe hier noch einen schmutzigen Easy, den brauche ich nicht mehr. So, haben wir den Easy dann angefordert. Begeben wir uns dann zu diesem Auto, was wir uns ziehen wollen. Wir steigen in das Auto ein. Unser Freund geht dann in seine MOC, schickt uns dann uns eine Einladung. Wir öffnen einmal die Einladung, bleiben dort für 3-4 Sekunden drauf, bestätigen diese, bekommen einen unendlichen Blackscreen, gehen ins PSN-Menü, Einstellung, Netzwerk, einmal kurz das Internet trennen. Dann gehen wir wieder ins Spiel rein. Wir warten jetzt, bis die Meldung kommt. Die Meldung, die einfach bestätigen. Gehen nochmal ins Netzwerk rein, Internet wieder reinmachen. Und dann werden wir in den Story-Modus geladen. So, im Story-Modus angekommen, muss unser Freund uns dann noch einmal eine Einladung in seine Sitzung schicken. Oder wir joinen ihm dann selbst nach. Und ja, wenn ihr jetzt in seiner Lobby wieder angekommen seid, öffnet mir das Interaktionsmenü. Dann gehen wir auf Sonderfahrzeuge, MOC, und fordern uns einmal das persönliche Fahrzeug aus der MOC an. Und dann werdet ihr sehen, dass dann jetzt gleich das neue Auto kommen wird. So, das Auto wurde geliefert und ihr seht, ich habe jetzt das neue Auto. Und ja, wenn ihr jetzt das nächste Auto ziehen wollt, dann müsst ihr wieder die MK2 in die MOC reinstellen und die gleichen Schritte wieder holen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.